Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Super Smash Bros. Ultimate, wo wir in der letzten Folge Pummeluff gerettet haben. Bedeutet, wir wechseln wieder unseren Kämpfer, auch wenn ich glaube ich mit Pummeluff nicht so gut kann. Beziehungsweise, was heißt nicht so gut kann? Ich habe noch nie mit Pummeluff so wirklich gespielt, glaube ich. Wie konnte ich die Farben? Oh, mit Blume. Hat die da eine Cappy auf? Gibt's eine Wein? Das ist eine Linkmütze, ne? Und da hat sie. Oh, da hat sie Cappy auf. Ich will Cappy haben. Ja, wir kämpfen mit Pummeluff und dann gucken wir nochmal, weil hier gab es ja auch am Wissensbaum wieder was zu skillen. Wir haben jetzt nämlich 21 Lernkristalle. Was haben wir hier? Wenig Schaden. Bei unter 30% Schaden. Leicht stärkere Abwehr, verstärkt die Schildhaltbarkeit, erhöht die Bremskraft auf dem Boden und macht Gegnerschilde zerbrechlicher. Ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen offensiv und machen erstmal das. Und für 10 haben wir sonst nichts mehr. Heißt, wir können da jetzt erstmal nichts mehr machen. Damit haben wir Pummeluff dann, wie cool sie aussieht. Also, nee, das ist aber nicht mal Cappy, das ist einfach nur so ein fancy Hut. Dr. Krügor. Warum nicht? Wir müssen uns einen besiege den Hauptgegner, um zu gewinnen. Lied ist auch wieder voll geil. Müssen wir einen anderen Geist wählen? Nämlich, was ist gegen Griff stark? Angriff, ne? Richtig? Machen die irgendwas? Oder sind die einfach nur... Wir nehmen sie einfach mal, um zu testen. So. Oh, die haben sogar 3 Slots. Das ist nett. Die beiden haben wir, glaube ich, schon ausgerüstet, ne? Dann nehmen wir noch dazu einfach hier ihn. Und gucken mal. Wie gesagt, keine Ahnung, wie sich Pummeluff spielen lässt. So, Dr. Mario ist der Hauptgegner, oder wie ist das? Oder wer ist der Hauptgegner? Müsste ja eigentlich Dr. Mario sein, oder? Pummeluff rastet hart aus. Na, gehst du da hoch? Hallo, Pummeluff. Was mache ich da? Was mache ich denn da? Okay. Habe ich mich gerade wieder... Ach nee, da hinten fliege ich. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, Dr. Mario besiegen zu müssen, auch wenn ich gerade nicht so ganz hundertprozentig sicher bin, wie ich es gemacht habe. Aber auf einmal flog alles in die Luft und ich hatte gewonnen. Und damit kann ich leben. Gespeicherte Geisterteams kannst du auch in den Smash-Spielmodi ins Feld führen. So, das war der Satz, der da nicht ganz zu Ende ging. Geht der Nebel jetzt hier weg? Tatsache. Hier geht's weiter zu Met Tower. Okay, dann gehen wir hier doch mal hin. Mit Pac-Man zusammen. Wir können uns wieder anpassen, denn der hat einen defensiven Geist. Deswegen nehmen wir einen Griffgeist. Was macht er? Elektroangriffe? Nee, stopp. Ich wollte Details wissen. Leicht stärkere Elektroangriffe bringt uns gar nichts, weil wir keine Elektroangriffe haben. Er erhöht den Ausdauerkämpfen, die eigene Ausdauer. Können wir so behalten, glaube ich. Ausdauersmash reduziert die KP der Gegner auf 0, setzt oft seinen Schild ein. Alles klar. Ach, der hat ein Schild. Ja, spring doch!
So nämlich. Das war jetzt wirklich Skill. Es war fast alles gewollt, was passiert ist hier. Der levelt aber auch nicht ganz so schnell, der Typ, ne? Greift die Bomben an, um Wände und Leitern zu zerstören, wahrscheinlich, ne? Okay. Hier ist eine Kreuzung. Da geht es zu Teddy. Da geht es zu Anemona. Zu Yuri Kutsukata. Hilfe. Dann, und, oh, wir gehen zu Nepp und Schlepp. Zusammen mit dem Bewohner. Wir passen unseren Geist noch an. Wir können nämlich einfach mal, der hat neutral. Dann nehmen wir doch auch einfach Sprungkraft, Tempo. Du machst auch Sprung, Elektroangriffe, Wurfangriffe. Erhöht die eigene Sprungkraft, erhöht das eigene Renntempo. Nehmen wir doch einfach ihn, beziehungsweise... Welcher hatte denn 3 Slots? Welcher war das? Ach, hier die 3, ne? Dann nehmen wir die und ich nehme dazu noch... Oder wir nehmen ihn und dazu das. Ja, machen wir so. Keine Ahnung, wie sinnvoll das jetzt ist. Frag mich nicht. Nepp und Schlepp und der Bewohner. Schweifbewohner. Au! Au! Wo bin ich? Da. Au. Oh, ich bin gerade fast eingeschlafen. Autsch! Die beiden... Was habe ich gemacht? Junger Link, Unterschied zu anderen Links. Katapultpotenzial, was in aber einfache Kombos erlaubt, er ist schneller im Sprung und im Angriff, landet sicherer und beherrscht als einziger Staccatos. Au. Ich verbrenne alles. Okay, das ist ein bisschen lustig. Autsch. Au. Au. So, der ist weg. Mist. Na, kommt der noch mal wieder? So. Dieser scheiß Bewohner macht mir mehr. Aber ich habe mit dem Bewohner damals auch mein Nephias voll vermöbelt. Also der Bewohner ist... Hallo, wohin fliege ich denn? Was passiert denn hier? Hey, ich schlafe. Ich bin gruselig. Was tue ich denn? Ich gewinne das immer, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was ich tue. Verwende die Erzkeule in einem Smash seitwärts. Okay. Du kannst nun in den Aktivitäten Nepp und Schleppe suchen. Was bringt mir das?
Wissensbaum einkaufen. Was kann ich denn einkaufen? Du hast Geisterpunkte verdient. In diesen Läden kannst du dir manchmal damit tolle Items und Geister kaufen. Manchmal gibt es sogar besondere Schnäppchen. Wir haben 1440 GP. Hallo, willkommen. Neu reinspaziert. Herein, herein. Ein Geist mit viel Potenzial, falls du gerne Neues versuchst. Subgeist. Manhole. Nestpapa. Damit kannst du dir neue Gaben kaufen. Donkey Kong. Ein Geist mit viel Potenzial für eine richtig tolle Abwehr. Es sind aber alles nur Subgeister, ne? Aber ich will Donkey Kong haben. Ja, bitte. So, Donkey Kong und Bongos. Perfekter Reflektor. Geil. Und dann haben wir auch schon nichts mehr. Aber hey, jetzt wissen wir auch, wofür diese GPs sind, die wir bekommen. Cool. Im Wissensbaum können wir bestimmt auch noch was machen. Wir haben 17. Damit könnte ich hier zum Beispiel Bremskraft erhöhen. Machen wir einfach mal. So, dann hätten wir den. Bin mal gespannt, wen wir als nächstes befreien. Yuri Kutsukata. Zusammen mit Zelda. Helfer-Trophäen-Gegner. Die Stage sieht auch geil aus. Helfer-Trophäen machen dir das Leben schwer. Wir passen das hier erstmal an mit den Geistern. Da brauchen wir ja wieder einen Abwehrgeist, damit wir hier im Vorteil sind. Lässt perfekte Schilde, Geschosse reflektieren. Nehmen wir einfach mal, keine Ahnung, weil wir es können. Und mal gucken, wie das jetzt mit Pummeluff so läuft. Also, woher kommt diese Yuri? Habe ich eben gar nicht gelesen. Huch, ich sehe nichts. Huch. Nee, vergiss es. Was passiert? Hilfe. Hilfe, nein, nein, aua. Was zur Hölle passiert? Also, ich darf da wahrscheinlich nicht rein in das Ding. Aua. Muss ich die da oben kaputt machen? Ich denke mal, ne? Au! So. Na, na. Nani? Nein, 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 das Ding darf... Oh mein Gott, ich bin so gruselig. Oh mein Gott, warum ist das so gruselig? Vielleicht nehme ich einen anderen Kämpfer gleich. Ich versuche es nochmal mit Pummeluff. Das ist hart gruselig. Kann ich die irgendwie angreifen? Das muss ich gleich mal checken da oben. Nee, kann ich nicht. Okay. Nein, 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 Mist. Macht mir das denn direkt Schaden? Ja, irgendwie schon, ne? Okay, so ganz hundertprozentig, verstehe ich's nicht. Oh, wir haben auf jeden Fall oben, hey, eine Bananenschale. Helfer-Trophäen-Gegner, nicht schon wieder. Oh Mann, ich krieg damit so hart viel Schaden. Das ist voll kacke. Hab ich... Ja, das macht mir schon richtig hart das Leben schwer. Und jetzt haut die mich wieder und dann bin ich wieder raus. Gruppe ändern. Kämpfer. Wähle deinen Kämpfer. Ich wähle meinen Kämpfer. Nehme ich wieder Sheik? Ich glaube. So. Ja, wenn ich da aber auch mal gucke, die hat 9200 Team Power. Vielleicht brauchen wir auch einfach einen anderen Geist. Weil unsere Team Power ist halt. Ich meine, die ist so, ist die schon höher, aber. Eigene Sprungkraft, widerstandsfähiger gegen... Zieht Items in der Nähe an. Ich meine, unsere Teampower wird dadurch ja nicht höher. Komm, oder wir nehmen, mal gucken.
Nee, evoluiert auch nur so wenig. Wir haben aber auch nichts anderes. Können wir unsere Geister, wir konnten, kann man nicht irgendwie die Geister pimpen? Glaube schon, ne? Ich glaube, das war auch im Menü oder so, ne? Ich habe ja offscreen noch so ein bisschen rumgewuselt letztes Mal. Ich glaube, man kann nämlich hier bei den Geistern, man kann Geister stärken. So, willst du deine Primärgeister noch stärker machen? Hier kannst du ihnen allerlei Snacks zu essen geben und so ihren Level erhöhen. Ganz bestimmte Geister können auf Level 99 eine wundersame Verwandlung antreten. Das ist cool. So, wir brauchten hier unseren Defensivgeist ein bisschen stärker. Kann ich auch einfach die nehmen? Das kostet auch jedes Mal GP, ne? Aber damit kommen wir ja klar. Aber unsere Teampower muss halt irgendwie ein bisschen stärker werden. Weil... Also zumindest, wenn die jetzt halt wirklich irgendwas großartig bedeutet. GPs kriegt man ja wieder. Das ist ja, glaube ich, nicht so das Problem. So, die kosten nicht so viel. Bringen aber auch nicht so viel. Einen können wir noch. So, jetzt haben wir keine GP mehr. Und haben den gestärkt. Okay. Dann versuchen wir das nochmal. Huppala. Wieder zurück, bitte. Oder wir gehen einfach andersrum. Können wir auch machen. Weil die sieht mir noch sehr stark aus. Was ist denn, wenn wir hier zum Beispiel oder hier lang gehen? Anemona, die ist doch schwächer. So, dann passen wir das hier doch mal an mit unseren Geistern. Da nehmen wir gegen Verteidigung brauchen wir einen Griffgeist. Nehmen wir doch... Ja, nehmen wir den. Da geht unser Team hoch. Wir haben einmal das. Und, nehmen dazu einfach noch ihn mit. Ich habe doch keine Ahnung. Schauen wir mal, wie das so läuft. Der Gegner jagt nach Items. Kriegen wir hin. Woher kommt? Ich habe schon wieder vergessen zu gucken. Aber hey, das ist eine Splatoon-Stage. So. Oh, die Musik. Bye. So. Man merkt immer, wenn ich mich so ein bisschen warm gespielt habe, aber das eben war echt noch eine Nummer zu hoch. Wir haben eine Mona bekommen. Schön. Stärkt unsere Angriffskraft oder was stand da gerade? Habe ich eben gar nicht genau gesehen. Wirft dieses Item auf Gegner, damit ihnen die Biene einhüllen. Irgendwas will die Biene einhüllen. Yay, jetzt bekommen wir hier Geisterpunkte. Geil, wir können im Zweifelsfall unseren Geist noch weiter pimpen. Dann nehmen wir doch nochmal, oder gucken mal, was Teddy so hinkriegt. Wir müssen unser Team noch anpassen mit unserem Geist gegen Angriff. War ja hier, oh, guck mal, Level 86, das ist ein bisschen OP jetzt, oder? Nehmen wir ihn und können dazu bei 0% Schaden die erhöht, was? Erhöht? Erhöht bei 0% Schaden die Angriffskraft. Können wir ja mal nehmen. So, Teddy mit Little Mac zusammen. Verkehr. Little Mac, Verkehrskontrolle. Huh, fuck. Sprach ich und flog dann selber runter. Ist er schon weg? Nee, okay. Au. Mach nicht.
Wollte sagen, ich kann hier aufs Dach. Na komm. Na komm. Weg mit dir. So, wir haben Teddy bekommen. Das ist ja Hammer.